Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen falschen Samstag. Wir haben heute in Wahrheit den zweiten von zwei keltischen Merkurtagen. Ein wunderbarer Tag für tiefe Erkenntnisse und Einsichten. Und hier schauen wir uns ganz kurz, ganz schnell ein Horoskop an, welches ich besprochen habe. An sich ein Horoskop, welches nirgendwo auftaucht, in keinen Ephemeriden. Und ich vermute mal, es wird nur wenige Astrologen geben, die das überhaupt zur Kenntnis nehmen. Für mich ist aber die Achse Antares, Aldebaran, ungefähr beide auf 10 Grad Antares im Schützen und Aldebaran auf 10 Grad in den Zwillingen, eine wichtige Konjunktion. Und die Sonne begibt sich eben heute um 14.08 Uhr auf den Fixstern Antares und das löst meines Erachtens ein heftiges Ereignis aus und das habe ich auch in diesem Titel des Mond in den Krebs Horoskop Videos angedeutet, dass eben in 3 Tagen ein heftiges Ereignis in Deutschland geschehen wird, denn das ist diese Auslösung. Besonders interessant, also für mich ist es eigentlich gigantisch, dass die Achse Antares Aldebaran im 8. Haus die Auslösung hat. Also Sonne als Herrscher des 5. Hauses und des 6. Hauses, auch wenn die Spitze des 5. Hauses mit 29 Grad 45 noch ganz knapp im Krebs steht, so erkennen wir doch, dass hier 99% des 5. Hauses vom Sternzeichen Löwe besetzt sind und daher auch von der Sonne regiert wird. Also sehr, sehr interessantes Horoskop meines Erachtens und die Grundaussage der Achse Antares Aldebaran bedeutet, dass jetzt etwas zu Ende geht, also eine Beendigungsachse. Das heißt, hier stirbt tatsächlich jetzt etwas. Hier hört etwas auf. Ja, es gibt viele, die wieder Angst machen und sagen, ja, es kommt wieder, sie kommen jetzt wieder mit dem Frostschutzmittel und es geht schon wieder los. Und sage ich, da habe ich große Zweifel. Weil Sonne als Herrscher von 6 in 8 auf der Beendigungsachse bedeutet, dass der faule Zauber aus dem Bereich des Krankheitsspieles zu Ende ist. Aber diese Aussage bedeutet für mich auch etwas anderes, denn das 6. Haus steht natürlich auch, was für uns, glaube ich, von größerem Interesse ist, für Arbeitsplätze. Und ja, hier erkenne ich, ja natürlich, das 6. Haus ist sehr groß, genauso wie das 12. Haus, und dass hier sich die Situation auf den Arbeitsmärkten, 8. Haus, verschärft. Das würde dann auch indirekt bedeuten, dass jetzt viele Firmen wahrscheinlich keine allzu große Zukunft mehr haben. Also das heißt, hier werden wir deutliche Veränderungen sehen. Ja, ich kann da noch reinschauen. Spitze 3. Haus, Wirtschaft, Handel und Industrie, Finanzen wird von Merkur regiert und hier dann im 9. Haus. Aber in erster Linie ist mir die Aussage von der Sonne wichtig. Und die Sonne beherrscht auch noch das 5. Haus. Das bedeutet dann auch, dass unser Lebensstil, dass unser Wohlstand zu Ende geht. Dass viele Gewohnheiten auch auf dem Gebiet des Urlaubes, ja, was wir auch hier sehen, die Urlaubsflüge werden hier wahrscheinlich immer seltener und seltener werden. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, wir haben einen korrekten Aszendenten Widder, wir haben eine korrekte Spitze 4. Haus, korrekte Spitze 7. und 10. Haus, also das heißt, das Achsenkreuz ist stimmig. Wegen der starken kardinalen Besetzung erkennen wir auch, dass sich hier jetzt etwas tut. Gleichzeitig erkennen wir am Aszendenten Widder, dass etwas zu Ende geht, weil wir sind jetzt hier im Bereich der 3-Grad-Zone von 27 bis 30 Grad. Das bedeutet, wir befinden uns jetzt in einem Endstadium. Auch bemerkenswert,
dass diese Auslösung, Sonne-Konjunktion, Antares, genau dies anzeigt. Es geht noch weiter. Der Geburtsregent, der Mars, Herrscher des ersten Hauses, befindet sich im achten Haus. Das kann mehrere Aussagen haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es jetzt im gesamten Land zu einem Niedergangsprozess kommt. Es kann aber auch bedeuten, dass es hier im gesamten Land große Geheimnisse gibt. Nur unter der Berücksichtigung, dass der Mars in den Schützen sehr impulsiv ist, habe ich jetzt so meine berechtigten Zweifel, dass diese Geheimnisse gut gehütet werden, obendrein, wo sich der Mars auf Zwillinge geraden, 5 Grad bis 7 Grad 30 befindet. Also ich glaube nicht, dass wir es hier mit so großen Geheimnissen zu tun haben. Ja, natürlich haben wir es in anderen Sinne sehr wohl mit großen Geheimnissen zu tun. Aber in diesem Fall würde ich sagen, gebe ich eher hier dem kollektiven Wohlstandsniedergang. Warum? 5. Haus steht für Wohlstand und Wachstum. Herrscher von 5, die Sonne im 8. Haus in Konjunktion mit Antares und dann eben der Mars. Und was vielleicht ein noch bemerkenswerteres Horoskop sein wird, was ich ebenfalls hiermit ankündige, die Auslösung des Mars ebenfalls über diese Achse. Wir erkennen hier eine Art Doppelschlag. Also das heißt, hier kommt es jetzt Schlag auf Schlag, bis dann Schlagobers unterm Strich heraussieht. Wir haben weiters, ja, also es ist spannend, ich meine, bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Es ist gigantisch, wie viele plutonische Auslösungen. Das erste Mal die plutonische Besetzung der Sonne im 8. Haus, Antares im 8. Haus, Mars Herrscher von 1 in 8. Dann kommt noch dazu, die Venus bildet zu Pluto wieder eine plutonische Besetzung, ein sehr enges Quadrat. Das ist jetzt, würde ich sagen, der nächste Aspekt, der ansteht, Venus 27 Grad 22 und Pluto 28 32. Sollte morgen, vielleicht eher übermorgen dann, also am Montag, die Auslösung dieses Aspektes haben, muss ich mir noch genau anschauen. Was aber bemerkenswert ist, dass die Venus die stärkste Häuserspitzenbesetzung hat, die in diesem Horoskop angeboten wird. Ja, Saturn ist relativ in der Nähe des 12. Hauses. Pluto ist schon viel näher am 11. Haus, ja, weil es geht hier um das 11. Haus. Ja. Schauen wir mal, was die Aussage von Venus-Pluto sein könnte. Die Venus, Herrscherin des 7. Hauses, aber auch bedeutende Nebenherrscherin des 6. Hauses. Das heißt, wir kennen daraus Handelskontakte, internationale Handelsverbindungen. No, jo, da hat es was. Ja. Also, 6. Hausbesetzung ist jetzt nicht so das Grüne vom Ei. Wir sehen gleichzeitig die Venus auch als eingeschlossene Herrscherin des 1. Hauses. Da ist etwas, was das ganze Land betrifft, Deutschland. Was ganz Deutschland betrifft, was aber niemand so richtig aussprechen möchte. Also es schwelt. Es schwelt da eine Spannung offensichtlich zu Handelspartnern. Aber was meines Erachtens noch offensichtlicher ist, ist hier die militärische Auseinandersetzung. Ja, das läuft nach wie vor. Da fließen nach wie vor große Beträge in den Osten. Ja, auf unsere Kosten. Riesige Posten. Und es kassieren etliche Pfosten. Also sehr spannend, was da an der Front sich so abspielt und abzeichnet. Aber Pluto steht an der Spitze des 11. Hauses, Europäische Union, und löst dort gewisse Schweißdrüsenabsonderungsprozesse aus. Die ERV hätte das, glaube ich, aus Transpira bezeichnet. Ja. Ich fahre fort und du bleibst da. Also das bedeutet, wir sehen hier in Pluto auch das 7. Haus, aber gewaltig angesprochen. Ja. Natürlich will man auch hier, genauso wie da, ja, mit Venus, will man in der EU darüber nicht sprechen, das verstehe ich, ja, ist eh klar. Man will über seine größten Investitionen möchte man ja nicht so gerne reden. Wir sehen, 11. Haus, 2945, 2946, egal, Vakuum. Ja? Vakuum Halbgrad von 2930 bis 30 Grad. Keine Angst, kein Vakuumwitz. Bitte ruhig sitzen bleiben, alles in Ordnung, Vakuumwitz.
ist ja ein Verbot. Also das ist ein absolutes Verbot. Der Vakuumwitz, der ist unter Strafe verboten. Also das gibt es nicht mehr. Das war einmal. Ja. Also die bitte immer an die gute alte Zeit zurückerinnern. Wir sehen hier Venus, Pluto. Was könnte das sein? Naja, Machtspiele, oder? Früher nannte man es, glaube ich, die Hodenpresse, glaube ich, so hat man das bezeichnet, also sozusagen auch der Gesangsoptimierer. Und hier, auf Englisch, glaube ich, heißt es Grab 'em with the Balls, also das heißt hier, der leichte Druck auf die Weichteile bringt doch vielleicht den einen oder anderen Misston heraus, aber mit Mist hängt es auf jeden Fall zusammen, das heißt, nicht grundlos ist Saturn der Herrscher des 11. Hauses im 12. Haus eingeschlossen in den Fischen, wie auch der Herrscher der Stadt Sibaiten. Ich finde, ja, Felsgenossen, wir haben es vorgezogen, uns zu verstecken und zu verbergen. Ihr hört und seht von uns gar nichts. Ja, richtig. We all live in the yellow submarine. Bitte, ich wünsche euch einen guten Tauchgang. Bleibt dort unten. Ihr könnt auch länger bleiben. Auch viel länger, als der Sauerstoff ausreicht. Also möglicherweise gibt es schon die Kiemenatmung. Wir wissen es nicht. Was aber für mich wiederum bemerkenswert ist, dass wir schon wieder eine Verbindung zwischen Sonne und Mond haben. Das ist bemerkenswert. Also das heißt, wir sehen, wer die Betroffenen sind. Die Lackierten. Auf Ungarisch sagt man, glaube ich, der Teschek, also sozusagen der. Ja. Oder, glaube ich, da gibt es ein Erfolgslied, das heißt, Anna ist immer der Kevin, glaube ich, so ungefähr. Aber da habe ich schon einmal darüber berichtet. Es gibt ja tatsächlich, bitte nicht lachen, da gibt es auf Wikipedia, ich werde das sogar, das wird eine Live-Performance, auf Wikipedia gibt es tatsächlich eine Seite, die nennt sich, nicht lachen, ich wusste das auch nicht, aber das gibt es. Es gibt den Kevinismus. Ja? Also sehr, sehr bemerkenswert und bitte das nicht als Spaß auffassen. Es ist todernst. Es ist todernst, wie in diesem ganzen Horoskop alles dreht sich ums 8. Haus. Also das heißt, es ist alles wirklich bitterböse ernst. Hier werden vielleicht auch boshafte Machtspielchen gespielt. Im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen im Osten, aber auch Handelspartner sozusagen machen einen auf Niet, Blockade oder das kostet oder die Prozente und Präsente sozusagen, die dürfen jetzt großzügigst eintrudeln und hier Venus beeinflusst uns auf dieses Horoskop bezogen, für ein Jahr. Ja, bitte bedenken, das ist ein Jahreshoroskop. Denn Sonne wird wieder ein Jahr brauchen, bis sie erneut eine Konjunktion zu Antares bilden wird und damit die verhängnisvolle Ereignisachse Antares-Aldebaran auslöst. Ja, also das ist eine gewaltige Auslösung, die wir haben. Das ist nicht mehr so ohne, wenn ich mir die Umgebung dieses Horoskopes so ein bisschen näher ansehe. Wir sehen Uranus im 1. Haus. Große Nervosität, Aufregung, Ungewissheit, Freiheitsbestrebungen. Ja, 11. Haus. Jetzt kannst du sagen, na, das ist der Stromausfall. Ist es der Stromausfall? Glaube ich nicht, oder? Weil Spitze 11. Haus im Steinbock von mir ist, wir können gerne auch den Uranus nehmen, auch in Ordnung. Aber das 8. Haus vom 11. Haus ist noch immer von der Sonne regiert. Haben wir einen Aspekt zwischen Sonne und Uranus? Ja, tatsächlich haben wir. Oh, das überrascht mich sehr. Ne? Was sieht mein entzündetes Auge? Wir haben tatsächlich einen Spiegelpunkt. Na gut, dass ich ein bisschen herumschwurbel, weil dadurch finde ich den Spiegelpunkt. Sonne 10 Grad, Uranus 20 Grad, das heißt, wir haben hier 30 Grad. Naja, das ist ein brauchbarer, das ist ein enger, das ist ein guter Spiegelpunkt. Das hätte ich mir nicht, das ist fast schon ein Spiegelei. Ja? Also, das heißt, wir sehen, ja, sehr, sehr positiv. Ja? Wir sehen ja, dass nicht nur die Bevölkerung die Lackierten sind. Ja? Hier Mond, Sonne, Trigon, bitte Sonne auf Antares, da spielt die Muse, Wohlstand und so weiter, aber Mond ist Bevölkerung. Ja? Da gibt es eine am Zichuri und gleichzeitig sehen wir auch Uranus
im Spiegelpunkt, schauen wir mal, über was, ich spiegle über alles, also müssen spiegeln, spiegeln an der Wand, wo spiegeln wir heute, das ist allerhand, 1, 2, 1, 2, ja, also sagen wir mal über 0 Grad Fische. Und was sehen wir dort bei 0 Grad Fische? Wir sehen, ich sehe, was du auch siehst, einen Saturn. Und da schauen wir doch gleich einmal nach. Ja, das mache ich jetzt. Es ist wieder eine Live-Performance. Eine jagt die nächste. Das ist ein Wahnsinn. Ja, früher haben wir gesagt, ein Scherz jagt denselben. Aber heute sind es schon zwei. Also bitte das auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Was haben wir da? Also wir sehen wieder mal nach. Im genialen Geheimdienstbuch für angehende, also Handbuch für angehende Geheimdienstmitarbeiter, schauen wir mal unter Sonne Uranus, was sagt er? Originalität, na, da müssen wir beim Spiegelpunkt das Negative nehmen. Eigensinn, Ungeduld, Widerspruch, Zersplitterung, ja, das könnte schon gut gehen. Und hier bei Saturn, da geht es jetzt los. Auflehnung gegen Freiheitsbeschränkung, plötzliche Trennung, plötzlicher Verlust, voreilige Trennung. Naja, es wird spannend. Warum wird es spannend? Weil sowohl Saturn für die Europäische Union steht, als auch Uranus, auch für die Europäische Union. Aber, wir sehen Saturn auch als, ja, liebe Volksgenossen, unsere Genossen, Staatsratsvorsitzenden haben sich soeben zurückgezogen. Ja, das könnte dann hier doch eine rasante Trennung ergeben. Also das heißt, da kann es dann relativ schnell gehen. Gut, also das ist jetzt einmal, würde ich sagen, ein interessanter, spannender Einblick. Und als kleine weitere Aufwertung der plutonischen, skorpionischen Aussage dieses Horoskopes steht dann auch noch der Jupiter als Herrscher des 8. Hauses in 1. Somit stehen Mars und Jupiter in gegenseitiger Rezeption. Also sie stehen beide an der Rezeption und trinken einen Whisky. Also das heißt, sowohl Mars, Herrscher von 1 in 8, als auch Jupiter, Herrscher von 8 in 1. Aspekt ist keiner zwischen den beiden, also so auf die Schnelle geschaut. Vielleicht ein Nebenaspekt, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ausgerechnet. Soll ich das machen, wenn dann, es quinkunkst ein bisschen, gell? Es quinkunkselt und es könnte aus der Halbsumme zwischen Sonne und Mars durchaus, rechnen wir das mal schnell aus, 10, das sind ungefähr 6 Grad, das sind, jetzt gehen wir die Finger wieder aus, ja, das habe ich mir selber eingelegt. 10 plus 6 sind 16, dividiert durch 2 ist 8, also bitte das anerkennen, für mich ist das schon höhere Mathematik und wir haben hier Jupiter auf 7 Grad, also das heißt, ja, wir haben hier tatsächlich auch noch, das auch noch, wir haben tatsächlich hier eine Quinkungshalbsummenverbindung zwischen Sonne, Mars und Jupiter. Naja, das heißt, hier wird dann auch der Wilde Westen mit hineingezogen, weil Jupiter ist auch noch Herrscher des 9. Hauses. Also ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, ich möchte mich da jetzt nicht weiter hineinsteigern, weil sonst kriege ich einen Asthmaanfall, sondern ich würde sagen, lassen wir es einmal damit bewenden, weil das ist jetzt für mich so ein Riesensog, du weißt, so wie im Ozean ein Strudel, nein, nicht der Apfelstrudel, sondern so ein Strudel im Ozean, also der dreht sich und zieht die Schiffe mit in die Tiefe, in die grenzenlosen Abgründe Neptuns, also großartiges Szenario, wir sehen das in dem Strudel, Topf oder Apfelstrudel oder Meeresstrudel, dass hier sozusagen ja, Uranus, Saturn, also die Europäische Union und die Stadt Sibaten beteiligt sind, dass hier dann auch noch, ja, das auch noch, ja, dass der Wilde Westen auch drinnen hängt. Wir hängen natürlich auch mit Mars drinnen. Jetzt ist die Bevölkerung hängt auch noch drinnen. Es ist die Frage berechtigt, wer hängt da nimmer drinnen? Also es ist ein, ich würde sagen, das ist fast ein Fataloskop. Tut mir leid, ja. Hätte man nicht gedacht, ja, das war eine der ersten Produktionen, glaube ich, der EAV Spitalo Fatalo und das ist eben das Horoscopo Fatalo. Ja, also die Dinge, wie wir sehen, wiederholen sich zyklisch. Ich würde sagen, beginnen wir mit den zyklischen Zuckungen an und zwar die alte Zahlenzuckung, das ist der 2.12.2023, auch das heutige Datum. Moment, Vorsicht, Kamera kippt, ups, ja, haben wir es geschafft. Und zwar, wir haben hier die 2. Die 14, die 16, der Bungee-Jumper ohne Seil.
die 18, die 21 und die 3. Bemerkenswerte Zahlen, deswegen bemerkenswert, weil die 2 zeigt uns das Wirken Neptuns. Ja, also das, kann man Neptun sehen? Ja, natürlich die starke Besetzung des 12. Hauses. Lassen wir es gelten. Ja, wollen wir gelten lassen? Ja, klar, keine Frage. Ja, klar, machen wir das. Dann haben wir da gerade noch die 14, gell? Ja, Schorsch, noch Riesel bringen sie noch zwei Maus. Aber Scherz beiseite, die 14, naja, die 14, die 4 Zehen, wo können wir die 4 Zehen erkennen? Hat ein Opossum 14? Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich bin kein Meteorologe, das heißt, ich kann auch nicht alles wissen. Das heißt, wir haben hier, un momento prego, presto, so, haben wir es schon wieder. Puh, wo könnte die 14 stehen? Jetzt muss ich über Kopf kratzen. Ich weiß nicht, ob das hilft. Die 14, die Mäßigkeit, la temperance, wo bist du? Schwierig. Herrscher von 10 in 12, Na, das ist mir Aszendent Mars, impulsiv, kräftig, dynamisch. Also das heißt, da geht es schön zur Sache. Also das heißt hier, 14 tut mir leid, aber die 16, die können wir uns einrahmen, vergolden lassen und sozusagen ins Wohnzimmer über den Fernseher hängen. Die 16, ja, die ist 1000%ig vorhanden, die ist voll da. Naja, das ist ja die Aussage. Sonne, Achse, Antares, Aldebaran. Also da gibt es kein, tja, wie sagt man, ich sage manche Worte, muss halt, leider, es ist halt diese, ach Gott, dieses Denkverbot, ich liebe Denkverbote, die 18, die Zahl der Täuschung, aber auch der Enttäuschung, das Ende der Täuschung, und hier beginnt man dann auch sozusagen die Dinge etwas klarer zu sehen. Beginnt man die Dinge klarer zu sehen, wo ist das 12. Haus, Herrscher von 12 in 1, ja, da können wir die Täuschung durchaus erkennen. Ja, natürlich. Wenn der Herrscher von 12, auch wenn Uranus eingeschlossen ist, lasse ich gelten. Eindeutig. Nur jetzt wird es für mich ein bisschen schwierig. Die 21. Höchstes Glück auf Erden. Die beste aller besten Zahlenkarten. Und wo könnte die sein? Worin könnte das liegen? Wir haben eine gute Feuerbesetzung. Das ist immer was Positives. Aber ansonsten würde ich vielleicht die 21 für ein bisschen übertrieben halten. Die 3 als letzte Zahl, die Herrscherin, steht für nebenbei für Uranus. Und ja, es wird von außen, wenn man mit einem Raumschiff in unser Sonnensystem stößt, dann ist halt der erste Planet, deswegen ist es auch die 1, der erste Planet ist der Pluto. Also wenn man mit dem Raumschiff da weiterfliegt, dann ist der zweite Planet, der uns begegnet, richtig, ist der Neptun. Ich löse gerade das Geheimnis. Der dritte Planet, dem man dann begegnen wird, theoretisch und praktisch, ist der Uranus. Ja, das ist eine spannende Fahrt und dann geht es halt weiter. Der vierte Planet, dem man begegnen wird, ist dann der Saturn. Der fünfte Planet ist dann der Jupiter, deswegen steht auch der Hohepriester für den Jupiter. Der sechste Planet ist dann der Mars und der siebte Planet ist wer? Die Erde. Deswegen heißt sie auch so schön, hinter den 7 Zwergen. Nein, Moment. Ich glaube, ich verwechsel es. Aber wurscht, ja. Aber wir wissen, es steckt was dahinter. Der siebte Planet, wenn man mit dem Raumschiff zufällig einmal da in unser Sonnensystem hineinfährt, ist der siebte Planet die Erde. Richtig. Und deswegen hat auch die Erde die 7 als Zahl, oder? Sehen wir auch bei den Tarotkarten, der Wagenlenker, wo sozusagen das Raumschiff ist angedeutet als der Wagen und naja, was auch immer, lassen wir das. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine Zahlenreihe und dann ist Schluss für heute, dann ist, wer hat an der Uhr gedreht? Wir haben natürlich den 11. Grad des 9. Monats, ist ja logisch, oder bitte hier, das ist der Beweis. Wir haben hier 10 Grad 4 Minuten, das heißt der 11. Grad hat vor 4 Minuten und 45 Sekunden begonnen, richtig, und das 9. Sternzeichen ist der Schütze. Können wir gerne zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kommt man ganz einfach auf den richtigen Tag. Das heißt, wir haben heute den 11. Grad im 9. Sternzeichen Schütze, im nach Ayanamsa berechnetem Jahr 1741, wie ich das, glaube ich, gestern schon erwähnt habe, der Jahreswechsel zum Jahr 1742 sollte um den 10. April geschehen. Das heißt, ich möchte die siderische Komponente über Ayanamsa hereinbringen und gleichzeitig die terrestrische, die irdische Komponente über den Tag des Grades, den Gradestag, den Tagesgrades dann, wie auch immer. Und die Zahlen haben wir hier aufgelegt. Es ist aufgelegter Nichtbetrug. Die 11 als erste Zahl, magische Wirkungskraft. Das heißt, hier tut sich Gewaltiges, kann man gelten lassen. Aber die
Zweite Zahl, die hat es in sich, die 20, das Gericht, jawohl. Das ist meines Erachtens eine der wenigen Male, wo ich die 20 in einem Horoskop würdigst oder würzigst vertreten vorfinde. Die 21 haben wir vorhin schon nicht gefunden, wir werden sie wahrscheinlich beim zweiten Mal auch nicht finden. Die 28, naja, man möchte, dass sich nichts verändert, man möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Haben wir eine so starke, feste Besetzung? Schauen wir mal. Wir haben hier den Mond im Löwen, im fünften Haus. Allerdings sind das, Löwe gerade. Ja, Wahnsinn. Also der Löwemond im Löwen auf Löwegraden, alle Achtung, der ist einmal sehr, sehr fest. Dann haben wir in weiteren festen Zeichen haben wir noch den Jupiter und den Uranus, Skorpion und Wassermann haben wir nichts. Und in festen Häusern haben wir halt eben Mars, Sonne. Ja, den Pluto kann man zum 11. Haus rechnen. Naja, so lala. Also das heißt, natürlich will hier die Bevölkerung, weil ich glaube, das sind die wichtigsten, die Bevölkerung will mit dieser starken, festen Besetzung hier mit einem Trigon auf die Sonne im 8. festen Haus, will sie natürlich keine Veränderungen. Das ist ja logisch. Ja. Die Leute wollen hier mit Herrscher von 4 in 5 ihren Wohlstand behalten. Ist ja alles logisch, ist alles nachvollziehbar. Nur wir haben jetzt einen starken Transformationsprozess und natürlich auch eben über Antares Aldebaran die Komponente der Beendigung. Also da geht wirklich etwas zu Ende. Habe ich Antares überhaupt schon vorgestellt? Gemäß Vivian Robson schreibt er, Antares verursacht Boshaftigkeit, Destruktivität, Freizügigkeit, Toleranz, ja, das ist das Ende. Böse Vorahnungen, die Gefahr von tödlichen Unglücksfällen. Ja. Macht, voreilig, gefräßig und dickköpfig, selbstzerstörerisch in ihrer Halsstarrigkeit. Und wir haben es in Konjunktion mit der Sonne. Und mit der Sonne, vorgetäuschte Religion, unaufrichtige Ehrenrichtung, enden in Ungnade und Ruin, militärische Karriere, Gefahr des Verrats, begangene, erlittene, also man erkennt, da tut sich schon mal was, ja, da tut sich schon mal was, bitte um Vergebung, wenn sich Aldebaran heute nicht ausgeht, vielleicht beim nächsten Horoskop, das kommt in ein paar Tagen, zwischen Mars und Antares werde ich das mal auf die Schnelle erwähnen. Die 32 zeigt uns, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir aufpassen müssen, also immer, mach nie die Tür auf, lass keinen rein. Und als letzte Zahl interessanterweise die 33, die große Meisterzahl. Und für mich ist die Kombination von 20 und 33 dahingehend bemerkenswert, ja, dahingehend bemerkenswert, weil hier haben wir ein hochschicksalhaftes Ereignis und hier haben wir das große Bewusstsein, Christusbewusstsein. Also das heißt, hier haben wir eine super spirituelle Karte. Und interessant, es beginnt mit der 11 und es endet mit der 33, also die dreifache 11. Also für mich ist das eine starke Botschaft. Naja, und nach diesen starken Zahlen, gut, bei der 33 wäre noch zu erwähnen, dass man manchmal die oder gerne die Gefühle einfach nicht zeigt, eben aus Angst heraus, dass die eigene Sensibilität sozusagen ausgenutzt werden könnte. Als letzte Zahl und damit auch das Ende des Horoskopvideos erreicht, haben wir die 6, steht für Mars, wie ich das vorhin aus dem Weltraum kommend erklärt habe. Und Mars hat natürlich hier eine absolut kardinale Position, denn als Geburtsregent ist er natürlich dem Hauptdarsteller Sonne, naja, zumindest sagen wir ebenbürtig, machen wir einen Kompromiss, also ein Unentschieden. Gut, in Summe ein äußerst spannendes Horoskop und ich würde sagen, das sind eben jene schicksalsträchtigen Horoskope, die wirklich einen großen Einfluss haben, auch wenn es nur über die Zeitqualität berechnet wird. In dem Sinne, bitte einen großartigen zweiten keltischen Merkurtag voller Erkenntnisse und Einsichten und wenn du ein paar Minütchen um 19.50 Uhr erübrigen kannst, weißt 1, 2, 3 Minuten, wieder unsere Schutzlichtkuppel, aber auch positive und liebevolle Gedanken aussenden. Wir erkennen hier, ja, hier erkennen wir es und hier über Saturn im 12. Haus, die haben fertig. In dem Sinne, alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.